Er hat einfach die Frau überfahren. Okay, ist wieder aufgestanden. Alles okay. Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video Lustige Dinge über Goat Simulator. Wir waren hier auf den Dächern und okay. Sind ja, wir sind durch die Stadt gewühlt, haben ein paar Goat-Statuen gefunden und ja, kleine Missionen gemacht, genau. Und heute wollen wir mal etwas Größeres machen, wie ich im letzten Part auch schon angedeutet habe. Dafür müssen wir nur rüberkommen. Schaffe ich das? Ja, scheinbar nicht. So, hier rüber. Komm. Hier rüber. Oh, jetzt sind wir wieder am Anfang. Genau, wir fahren hier mit dem Auto. Los, los! Ab, gib Gummi! Jo! So. Wir müssen irgendwo hier runter. Wieso geht's hier nicht hoch? Ich wollte über dieses Brett gehen. So, ja, toll, danke schön. Aber nicht die ganze Zeit mit Gummi rumnerven. So, wir müssen irgendwo hier einen Geheimgang finden. Der ist sicher hier hoch. 100 Pro. Drinnen ist nichts. Okay. Komm. Gießen wieder rein. Raufschaffen. So. Oh, Bananen, das ist nicht so gut. Schlechtes Zeichen. Club Moihai. Ist das? Es wird nicht geschlafen bei der Arbeit. Oh Gott. So weit wollte ich nicht gehen. Also dann gehen wir aber zuerst kurz die Goldstatue holen. Natürlich wichtig. Und das so Kunststück. Oft wie möglich. Hui, hoppla, geschafft. Da drüben ist sicher auch noch etwas, aber das machen wir dann später. Hier haben wir sowieso noch ein Grinding-Seil. Ein Stromseil. Ja. So. Und aufmachen, bitte. So wollte ich nicht in den Club. Mit dem Kopf. Mit dem Kopf geht das nicht mal. Ist nicht so gut. Da. Macht auf. Wie geht es auf? Irgendwas muss ich hier machen. Wo war's? Sieht's. Tanz. Verbeugen. Arschzang. Tanzen. Ich muss doch irgendwie aufgehen hier. Ohnmacht. Bitte rettet mich, ich backe in der Pflanze. Bitte. Das haben wir schon. Sitz. Haben wir auch schon. Ich weiß jetzt nicht, wie das geht, aber das ist auch irgendwie lustig. Okay. Wie kriegen wir das her? Hm? Diese Seite auch nicht. Wo ist es überhaupt hier? Weil hier ist Club. Ich will einen Club. Müssen wir irgendwas spezielles sagen? Ah, ich weiß, glaube ich, was wir machen müssen. Doch, doch, ich weiß etwas. Wir müssen uns schön anziehen. Und wie tut man sich schön anziehen? Habe ich überhaupt so etwas? Ein Turmhut. Was ist das Weltturnier? Nein, das sehe ich nicht. Etwas Schönes, einen Anzug haben. Müssen wir den irgendwie jetzt erst besorgen? Aber wo? Ich habe gar keinen Anzug. Ich habe nur so ein Gummihandkostüm. Das ist jetzt ein bisschen blöde. Ja gut. Hier müssen wir wahrscheinlich nichts tragen. Und bei den Füßen, da nehme ich mal die goldenen Schuhe. So. Ich habe nichts sonst. Gibt es irgendwo eins zum Freischalten? Nein, es gibt eben nicht. Okay. Ist nicht so gut. Ey, ich hab doch so ein I love SA. Das heißt SA. Als diese Map überhaupt. Steht halt nicht. Nur Innenstadt und so. Das heißt SA. San Andreas. Okay, dann machen wir jetzt anders. Tut mir leid, da komme ich noch nicht rein, scheinbar. Wir müssen noch kurz wieder in die Stadt, um alles machen oder so. Jo.
Machen wir das mal einfach die nächste Mal. Noch eine kurze Statue. Und. Oh. So. Was ist das eigentlich? Eine Windhose? Okay. Hey. Nicht spinnen, Ziege. Nicht immer so spinnen. Oh, das ist doch ein Betonmix, oder? LOL! Ich will aber den Maulwurf knutschen. Bitte! Maschendrahtzaun! Yeah! Und hier drinnen? Ist hier nicht auch irgendwo noch ein Tor? Jetzt können wir nicht mal viel hier machen. Aber dafür lustige Dinge. Video heißt ja lustige Dinge. Also müssen auch lustige Dinge vorkommen in diesem Spiel. Also wir müssen es finden. Yay, so random Geschoss. Das ist richtig geil. Gut, dann haben wir hier wieder einen Kenner. Hey, nicht immer schlafen, aufstehen und arbeiten. Wie genauso wie ihr Videoschauer, ja? Immer ganz Video schauen. Ihr müsst arbeiten. Dankeschön. Für den Algorithmus. Oh, das mag ich schon. Seit dem Start nicht, das zu sagen. Deshalb verzichte ich auf so viele Sachen. Bei mir seid ihr ungestört von so scheiß standardmäßigen Zeugs. So, ja, ich möchte gerne wieder Multiplayer, ein bisschen Spiele machen. Auf jeden Fall. Oh, das ist der Rhino-Traktor. Hä? War der nicht irgendwo anders? Vielleicht gibt's ihn doppelt. Wahrscheinlich schon. Man fällt einfach wieder runter. Hier drin muss doch auch irgendwas sein. Ne? Was bringt es dort rein zu gehen? Gar nicht. Das ist eine Chance. Okay, dann muss er aber wieder hochkommen. Ja, macht nicht so Krach hier. Das ist zu wenig. Nochmal, nochmal. So, oh, fast zu viel. Ah, also der Arena Truck nehmen wir gleich. Dort drinnen ist nichts. Hier muss irgendwo noch eine Goat-Statue sein. Hundertprozentig. Also, dann machen wir mal kurz da den Arena Truck. Oh nein! Hey, ich wollte noch nicht so schnell runter. Das ist schwerer, als es aussieht. Oh, ganz klar. Nein, nicht hoch! So, Arena Truck und S. Oh. Heftig wollte ich's. So. Ja. Hui. 1 von 5 Innenstadt. Ja, die müssen wir auch noch alle machen. Aber das habe ich schon überlegt, was ich dazu sage. Was ich dazu mache. Wir machen einfach die Fahrzeuge ganz klein. Mal schauen, wie das aussieht, wenn man das macht. Wahrscheinlich schafft man es zwar nicht, aber sieht sicher cool aus. Oder ganz groß, aber dann gehen die meisten Chancen halt nicht mehr wegen der Breite. So, hier rein muss ich. Ja, eine gute Stadt, wie es hier wird. Ist das der Hafen oder ist das die Innenstadt? Da gehört das einfach zu diesem Bay. Innenstadt, okay, noch. Gut. Oh, Kopfgurtstrecken. Yeah. So, hier innen in der Chance ist da nichts, oder? Ja. Ja, okay, ich backe wieder überall durch. Ja, das Spiel ist zu 1% fertig, kommt wieder veröffentlichen nicht. Ich mag das Spiel, weil man kann auch rumrollen. So. Das Spiel ist besser, als ich das Spiel, das komplett fertig ist. Einfach weil es kann. Muss gar nicht fertig sein, das Spiel. Oh wow. So. Wart schnell. Ah, bist schon da. Ich komm grad. Ich komm wieder unerwartet früh. So. Hier ist auch nichts. Okay.
Okay, dann ist ja nicht so viel los hier. Schade. Aber ein paar lustige Dinge haben wir ja gesehen. Und ja. Verklagt das Spiel, wenn es nicht lustig ist. Ui. Ja, das ist auch heftigst. Jetzt sehen wir einfach eine Tüte Glas. Okay. Was ist, wenn wir hier drin sind und dann zum Tier, zu einem anderen Tierwesen? Zum Beispiel zur Giraffe. Oder wir fliegen kurz mal, ja. Wenn wir hier drinnen sind. Oh Gott. Bitte nicht alles wieder brechen. Bitte. Ach komm schon, ich will wieder da rein. Bisschen Spiel für die Derbe. Nochmals. Ja, jetzt. Nein! Bleib doch drinnen. Ich will hier rein. Ich bin eine dumme Ziege. Ja! Sehr gut. Und jetzt wechseln. Zur Giraffe. Oh, zu etwas kleineren. Ja, gut. Geht auch ein Schweinebraten. Ach, bitte. Heute will ich ein Stieg sein. Und ist ein Stiegrind. Auf jeden Fall will ich ein Schnitzel sein. Oh Gott. Wie das auch aussieht mit diesen Ich überrolle einen Mensch. Oh, wie spaßig das ist. Oh. Nehmen wir dich doch mit. Bitte. Nimm. Okay. Ja. Ja, es ist halt sehr unscharf in den Wackeln, aber immerhin habe ich kurz ein Ding. Gut. Gut, was ist schon 17? Gut, 16. So, bin ich schon 17. 15 aber nur. Nicht 60. Gut, wir sind sehr weit weg. Gespawnt. Okay, kann ich das nochmal verschieben? So? Das ist eine schöne Aufnahme. Ich muss es noch kriegen. Ich stecke einfach mal den Boden. Und hopp. Ich glaube, das Schwein ist ein bisschen verpackt. Boah. Ein Schwein auf der Straße dröhnen. Komm, pack dich wieder irgendwie rein. Bitte, ja, nein. Oh Gott. Oh. Ja, ist sehr buggy. Ich kann mich leider nicht irgendwie so hinlassen. Ich liebe das Schwein. Das Schwein hat's verdient, gespielt zu werden. Ja. Oh ja, Hotdog. Hier muss doch irgendwas sein. Ja, dort ist irgendwas. Ich hoffe, das ist der Anzug. Hier ist auch etwas. Das ist nichts, oder? Kommt man auch nicht gut rein. Doch, man kommt rein. Yeah. Ja, von der Seite, wenn man es jetzt sieht. Ist ja offen. Wieso packe ich? Wieso packe ich die ganze Zeit? Hä, was ist das? Ist das ein Fuß? Wieso packe ich irgendwo die ganze Zeit rein? Ja, und wie kommt man jetzt wieder raus? Als Giraffe! Yay! Okay. Und hoppla! Geht kaputt! Ja! Toll, ich hab's umgeworfen. Jetzt ist er kaputt gegangen. So, was ist das jetzt da irgendwo? Da. Wie machen wir hier auf? Da. Ah. Dankeschön. Wie ist das? Taco! Yay! Wir stehen einfach auf Tacos. Ja. Weine Tacos. Und das, ist das eine Anspielung? Das kommt mir sehr bekannt vor.
So, also wir müssen hier hoch. Gut, was haben wir? Okay, Viertelstunde haben wir genug Zeit. So. Und hier oben ist was? Da drüben waren wir, glaube ich, schon. Ja, hier drüben waren wir. Kann ich mal auch stehen bleiben, bitte? Das ist auch noch ein Aufzug. Ich habe das letzte Mal gar nicht gesehen von nahem. Und was machen die Bullen eigentlich hier unten? Hallo, Bullen. Oh, Krankenbahn. Oh, das ist ein bisschen buggy. Für was sind wir jetzt hier hochgegangen? Können wir noch höher? Und dort drüben ist wahrscheinlich auch noch irgendwas. Kakoschwein. Dort auf der Zwischenebene, dort ist sicher das. Genau, also. Dann gehen wir erstmal ganz nach oben. Und dann dort runter. Was steht dort? San Angora. Ah, San Angora ist das T-Shirt, okay. SA heißt San Angora. Jo, gut, ganz hoch können wir wahrscheinlich, oder? Doch, das Schwein schafft alles. Ah, cool. Los, vorwärts. Also da drüben ist nochmal so ein Ding. Und dann kommen wir auch schnell wieder hoch, okay. Also machen wir erstmal hier etwas. So. Wo ist hier etwas? Ich finde es noch nicht direkt. Oh. Ja, hier ist nichts. Das ist nur eine Tafel. Ist ein bisschen wenig. Wieso sehe ich nicht wieder oben? Geht runter. Okay. Viel Spaß da drüben. Wieso ist hier oben nichts? Das ist gemein, Spiel. Ist noch nicht fertig. Oh, das wird sicher geil. Aber nur als Giraffe. Nur die Giraffe kann dort viel Spaß haben. Also hier runter schaffen wir. Genau. Geht sofort kaputt. Wow. Ui, nein. Oh, jetzt sind wir wieder irgendwo ganz anders gespawnt. Nochmals einen kaputt machen. Juhu. Auch wenn es mir nicht so gut geht, es macht trotzdem mega viel Spaß. Ja, es war wieder eine mühsame Nacht. Kann ich nur sagen. Da muss auch irgendwo was sein. Und das Spiel heitert mich immer wieder sehr auf. So. Aber immer ist es halt random, ob es lustig ist oder nicht. Und ja. Kann halt noch nicht so gut neigen, weil alle Programme sehr langsam sind, die kostenlos sind. Und alle kosten monatlich, das ist auch ein bisschen doof. Boah. Ich hab den Klang getötet. Nö, still. Gut, darf ich jetzt wieder nach oben? Wo kommt man am besten wieder nach oben? So. Okay, du hast, glaube ich, ein Problem, hä? Okay, ich helfe dir mal kurz. So, nimm die aber mit. Nicht einfach abhauen. Hallo, nimm die mit. Ab. Nimm sie mit. Dieser Langhantel ist viel zu schwer und viel zu klotzig. Uah. Schwein. Du lässt wieder das Schwein raus. Bitte darf ich nur durch. Ich will nur durch. So, also hopp. Hopp. Und hopp.
Oh, schön auf dem Turm. Hier wird es aufgenommen. Ist hier irgendwas noch? Aber hier waren wir schon, ne? Nicht so viel Tolles. Also ich bin das Schwein, ich bin das da. Tschüss. Heftigst manchmal. Dort unten ist wahrscheinlich nichts, oder? Nö. Eine coole Frau. Jo, hier drinnen waren wir schon. Ah, hier ist wahrscheinlich der Anzug. Dann können wir im nächsten Part. Ah nein, das ist eine Tasche. Wo ist denn die? Ja, toll. Jetzt habe ich noch eine Brieftasche. Ich glaube, die brauchen wir aber für. Also, wir brauchen wahrscheinlich noch mehr, aber. Auf jeden Fall das. Nein! Wieso komme ich da auch an? Nochmal. Mit der Brieftasche. Cool. Also hier waren wir auf jeden Fall. Hier oben waren wir wahrscheinlich nur kurz oder so. So. Können wir hier uns nochmals hochjetten? Genau. Boah. Schon wieder so übertrieben. So, jetzt müssen wir hier runter. So. Aber zuerst mal in der Mitte oder so. Ich muss mich noch zuerst umschauen. Und wir sind wie ein Flummi. Geil. Also Giraffe. Komm schon. Nein, Giraffe, nein! Was ist verbockt? Du hättest tanzen können. Oh, das müssen wir später nochmals machen. Irgendwann mal. Wenn Giraffen nicht passen, einfach nur kurz sich drehen. Dann passen sie. Okay, Giraffe, geht's dir gut? Hallo? Giraffe, geht's dir gut? Brauchst du Hilfe? Brauchst du einen Arzt? Oh, brauchst du einen Arzt? Ja, okay, ich bang noch ein bisschen herum währenddessen. Der Arzt kommt bald. Ja, und furzt noch ein bisschen. Seit wann können wir furzen? Mit der Tasche? Aber mit den Tacos? Help me! Help me! Ich kann nicht mehr raus. Ich kann nicht mehr raus. Jetzt muss ich zum Fisch werden. Der Fisch. Ja, der Fisch ist auch im Gebäude drin. Nein! Die Banane schafft's immer raus. Oh. Ja, nicht ins Ge ja, ins Gebäude rein. Die Banane schafft's ins Gebäude rein. Cool. Bin im Gebäude drin. Können wir hier irgendwas machen? Ja, hier ist auch alles zu. Aber unsichtbare Wände sind auch cool. Was ist denn hier so? Hä, wieso können wir hier rein? Lol. Hat jemand einfach die falsche Seite genommen, wo nichts drin ist? Ja, jetzt kommen wir nicht mehr raus. Dann sind wir für immer da drin. Hier oben ist nur grünes Licht, okay. Dann gehen wir wieder auf die Karte. Das ist auch irgendwas noch, aber das ist, also das am Hafen ist. Ah, nochmals schauen. Und hier ist Charaktererstellung. Das hat irgendwas mit so einem Goku zu tun, glaube ich. Genau, weiß ich das nicht mehr, aber müssen wir mal kurz schauen. Get away, Blitz! Muss eigentlich hier oben sein, oder? Ja, die Banane schafft fast alles, aber nicht ganz. Noch ein bisschen zu wenig, also hier müsste es sein. Ja, hier. Müssen wir irgendwo reingehen oder so. Okay. Sehr backen. Hier? Müssen wir irgendwas holen? Zum Beispiel hier die Umar-Maske. Können wir eigentlich jetzt das machen?
Ja, die Homer-Maske. Sehr schön. Und dann nehmen wir noch irgendwas von so einem Goku und Dragon Ball. Und ein Pikachu nehmen wir auch noch, wenn es geht. Der zeigt das einfach als T-Shirt. So, ein Pikachu noch? Nein, nicht ein Fuchs. Ein Pikachu. Hey, Banane, kannst du irgendwas? So, cool. Und dann haben wir noch irgendwas von so einem Goku, oder? Können wir einen ganzen Mensch nehmen? Weil irgendwo ist hier ein so ein Goku. Nehmen wir doch noch diese Tat. Was ist das? Verbranntes Brot. Darf ich das? Gut, und jetzt? Yay! Boah, der Geistercharakter beachte mich. Bitte beachte mich. Lol, die Leute haben jetzt einfach dieses Maskottchen. Geil. So, dann haben wir sicher noch eine Quest. Boah, alle haben jetzt einfach noch diese T-Shirts und alles. Und der hat doch einen Dragon Ball drin. Man sieht es nur nicht so gut. Und alle verkaufen jetzt. So. Okay, hier ist leider nichts. Ja, irgendwie buggen wir schon doof mit der Zeit. Genau, okay. So geht's auch. Also, was haben wir denn noch? Wir könnten ja die Brücke noch ein bisschen durchnehmen. Ja, und dann ist leider der Bart schon langsam fertig. Aber, oh, gute Dinge. Nein, das ist das Falsche. Ja, wenn es irgendwie spannend ist, dann geht es halt auch sehr schnell. Okay, da ist einfach wieder so ein Anhänger. Können wir hier hoch, ohne runter zu stürzen? Geht das? So. Direkt mal hoch. Das schaffen wir doch, oder? Wir sind noch ein bisschen schon weg. Oh, wieder mal schwierig. Also ist hier mal etwas. Nein. Und. Hopp. Green. Hä? Könnte man hier grinden oder so? Ja, hier können wir nicht mehr grinden. Hier könnte man wieder grinden. Aber was? Doch, man kann hoch und runter grinden. Ah, oh, das ist doch frech, aber nicht überall. Hui. So frech gemacht, ich musste so hoch gehen. Oh, weil das Spiel wieder nicht fertig ist. Ja, wir funkeln ein. Okay, also dann hier unten ist er, das ist sehr gut. Schön entdeckt per Zufall. Oh. Je lustiger ein Spiel oder irgendwas ist, desto schneller geht's auch vorüber. Jetzt haben wir die Taco-Schuhe nicht mehr. Jetzt können wir auch nicht mehr purzen. Oh. Ja, wir können es ja wechseln. Und hier oben drüber will ich aber nichts versteckt haben. Okay, gut. Hier ist nix. Nur so ein cooles Partyboot. Partyfloß, oder was das ist. Geil und ja, genau. Ich glaube, hier war. Ja, hier war ein Grill. Der ist leider runter. Tschüss. Okay, es wird kein Dart mehr gespielt. Kein Alkohol mehr getrunken. Gut. Was könnten wir noch kurz machen? Zurück zum Hafen gehen und unten schauen. Dann im Wasser. Können wir noch kurz machen. Vielleicht entdecken wir noch etwas Lustiges. Auf jeden Fall in die Kommentare schreiben, wenn ihr irgendwas Cooles entdeckt habt. Gell? Ist sehr wichtig, dass dieses Vergnügen, dieses Projekt hier immer weitergeht. Immer, immer weitergeht. Gell? Auch wenn es manchmal natürlich ein bisschen langweilig sein kann. Aber gut. Ich könnte auch noch 20 Stunden hier dran
schneiden, wenn ich ein gutes Programm hätte, das kostengünstig wäre. Aber diese jo, hohen Qualitäten zu verarbeiten, kostet halt sehr viel Zeit nur zum Laden und jo, zum Navigieren. Hätte gerne eins, wo man ein bisschen die Sekunden mehr zerlegen kann, dass man exakte schneiden könnte, aber nö, geht nicht. Niemand ist in der hat die Lust davon. Darauf, ja. Gut, jo, dann machen wir hier Schluss. Angehen wir ins Wasser. Und jo, hat wieder sehr viel Spaß gemacht. Gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss.